laut sind. Und zwar für Bali und Limbo. Sie erinnern sich sicherlich noch, die beiden Affen überlebten als einzige den furchtbaren Brand im Krefelder Zoo. Alle anderen Menschenaffen waren dabei umgekommen. Jetzt gibt es aber leider heftigen Streit. Es geht sogar um Tierquälerei. Einsam und ohne Tageslicht auf engstem Raum. Die Schimpansen Bali und Limbo wirken apathisch, bewegen mit dem Körper hin und her. Diese Bilder polarisieren. Die Affen müssen da einfach raus. Die Affen müssen da raus. Die Menschen sollen den Zoo in Ruhe lassen und darauf vertrauen, dass da sehr, sehr gute Biologen und Fachleute und auch Tierliebhaber am Ruder sind. Tierschützer kämpfen für die überlebenden Schimpansen der Brandkatastrophe im Krefelder Zoo. Schluss mit der Einzelhaft für Bali und Limbo! Schluss mit der Einzelhaft für Bali und Limbo! Es macht mich einfach unheimlich traurig zu sehen, dass zwei so wunderbare Menschenaffen derart traurig dahin vegetieren. Rückblick. In der Silvesternacht 2020 kommt es zu dem schrecklichen Vorfall. Ausgelöst von zwei Himmelslaternen brennt das komplette Affenhaus nieder. Fast alle Tiere sterben in den Flammen. Die Trauer ist groß. Wie durch ein Wunder überleben zwei der Menschenaffen. Schimpansenmännchen Limbo und seine Mutter Bali. Doch untergebracht sind die beiden, anderthalb Jahre nach der Katastrophe, noch immer hier. Ein winziger Betonbunker ohne Fenster und Zugang zur Außenwelt. Über einen Monitor werden sie so den Besuchern präsentiert. Diese Art der Unterbringung sorgt für heftige Diskussionen. Auf der einen Seite Tierrechtlerin Adrienne Kneist mit ihrer Gruppe. Wir fordern mit dieser Aktion, dass der Zoo Krefeld diese tierschutzwidrige Verwahrung umgehend beendet. Entweder sollen die Tiere in ein anerkanntes Primatenrefugium oder in einen anderen Zoo übergesiedelt werden. Auf der anderen Seite der Zoo. Und der möchte seine Affen trotz mehrerer Strafanzeigen und Demonstrationen wegen tierschutzwidriger Haltungsbedingungen behalten. Laut Pressesprecherin und Biologin Petra Schwinn macht der Zoo nämlich alles richtig. Ein Menschenaffe ist kein Mensch. Er ist zwar in vielen Strukturen uns sehr ähnlich, hat aber definitiv andere Bedürfnisse. Und wir haben von allen Externen bescheinigt bekommen, dass die Tiere in einem sehr guten Zustand sind, dass es ihnen hier an Pflege auf jeden Fall nicht mangelt und dass wir auf dem richtigen Weg sind. Im Gegensatz zu all den Anfeindungen klingt das erstaunlich positiv. Und tatsächlich, das Jane Goodall Institut hat den Zustand der Tiere vorher geprüft. Es ging dabei um eine Übergangslösung, sagt Tierärztin Dr. Ulrike Beckmann. Das Gutachten sagt nämlich auch, dass die Haltung, so wie sie dort gerade passiert, langfristig nicht haltbar ist, auch nicht zu empfehlen ist und dass zum Beispiel jetzt abgesehen mal von Platzangebot und sonstigem Angebot, der Limbo dringend mindestens einen Sozialpartner braucht, wenn nicht mehrere. Und das ist natürlich unter solchen Umständen überhaupt nicht möglich. Auch Peter Deutschland schaltet sich ein und bewertet die Lage der Schimpansen äußerst kritisch. Es ist eine dramatische Unterschreitung der eigentlichen Mindestanforderungen. Also dieser Raum, den Sie da zur Verfügung haben, das entspricht etwa einem Zehntel der eigentlichen Mindestanforderungen. Das ist der eine Punkt. Und auch das Sozialgefüge ist sehr problematisch. Also Schimpansen leben normalerweise in großen Sozialgruppen. Vor dem schrecklichen Unglück lebten Bali und Limbo im Affenhaus mit mehreren Artgenossen. Jetzt mit Verhaltensauffälligkeiten im Hinterzimmer. Wie lange sollen die beiden Affen noch so leben? Wir können bis Ende des Jahres eine Zusage machen, dass wir eine provisorische Außenanlage bereitstellen für die Tiere und alle weiteren Schritte einleiten, damit die Tiere auch in naher Zukunft eine Außenanlage und ein neues Warmhaus bekommen. Bis dahin werden wohl noch mindestens 5 weitere Jahre vergehen. Die Tierschützer kämpfen auf jeden Fall weiter für eine artgerechte Haltung von Bali und Limbo. Ich finde es toll, dass es Menschen gibt, die ihnen ihre Stimme erheben für die, die nichts sagen können und sich nicht wehren können. 12 Minuten.